noch mal aus dem Hybrid-OP. Sie werden es nicht glauben, aber ich will erstmal eine Lanze brechen für die Bakterien. Die verdienen Respekt. Immerhin gibt es auf unserem Planeten seit 3 Milliarden Jahren Bakterien. Und Bakterien ermöglichen das Leben. Sie haben erst einmal das Leben ermöglicht im Sinne auch der Evolution. Und erstaunlicherweise kennen wir die Bakterien erst seit 350 Jahren. Nämlich da hat im Jahr 1765 ein Holländer, Anthony von Leeuwenhoek, hat ein Mikroskop gebaut und konnte dann in seinem eigenen Speichel und in diesem trüben Wasser, Herr Alves, das Sie beschrieben haben, lebendige Wesen nachweisen, die man dann später Bakterien nannte. Und die sind unglaublich resistent gegen Umwelteinflüsse. Die können mit und ohne Sauerstoff leben, also sind aerob oder sind anaerob. Die überleben in Säure, also sind acidophil. Man kann die in Laugen überleben sehen, da würden wir keine 10 Minuten würden wir da überleben. Wir finden Bakterien unter unglaublichen Druckbedingungen. In der Tiefsee, in 10.000 Meter Tiefe, wurden noch Bakterien gefunden, die tatsächlich in der Lage waren zu leben. Und ich habe es beschrieben, Anthony von Leeuwenhoek hat seinen eigenen Speichel mikroskopiert. Und was glauben Sie, liebes Publikum, wie viele Bakterien haben wir in unserem Speichel, in einem Milliliter? Was schätzen Sie? Es sind 10 Millionen Bakterien in einem Milliliter Speichel. Wir haben in unserem Mund 33.000 Bakterienarten. Und diese Bakterien müssen ja, wenn sie diese Evolutionsgeschichte überlebt haben und sich weiterentwickelt haben und auch in uns leben, die müssen ja eine Funktion haben. Ich sage Ihnen, ein menschlicher Körper besteht aus ca. 3 Billionen Körperzellen. Und wir konnten jetzt von Wissenschaftlern erfahren, erste Schätzungen wurden 1970, 77 gemacht und da hat man dann gesagt, es sind 10 Billionen, also dreimal so viele Bakterien als Körperzellen. In der Zwischenzeit hat man das so ein bisschen angepasst und hat gesagt, naja, das ist ungefähr gleich. Das heißt also, dass unser Körper mit 1 Billion Körperzellen genauso viele Bakterienzellen mit sich trägt. Und das ist ein ganz schönes Gewicht. Was schätzen Sie, liebes Publikum, wie viel Kilo Bakterien schleppen Sie mit sich rum? Ein halbes Kilo? 1 Kilo? 1,5 Kilo? 2,5 Kilo? 3 Kilo? Nein, wir haben 3,5 Kilo Bakterien, die wir mit uns rumschleppen. Und die gehören auch zu uns. Die gehören zu unserem Organismus, die gehören in unseren Körper. Wir nennen das Mikrobiom in der Zwischenzeit. Wir sprechen ja vom Genom, vom Proteom. Und wir haben gelernt, dass dieses Mikrobiom für unsere Gesundheit, für die körperlichen Funktionen wie Verdauung, Integrität der Haut, Verdauung, von einer enormen Bedeutung sind. Das heißt, die Bakterien sind erstmal gut. Die Mikrobiologen sagen, 99,999% aller Bakterien sind gute Bakterien. Jetzt sehen Sie natürlich hinter mir das schlechte Werk von Bakterien. Wir sehen, dass hier etwas schrecklich schiefgelaufen ist. Was ist da passiert? Also ein ganz normaler Speichelkeim hat diese Herzklappe unseres Patienten, diese Herzklappenprothese besiedelt. Wie kann das sein? Wir wissen es ja nicht genau, was bei diesen Patienten jetzt geschehen ist, aber vielleicht war das ein besonders gefährlicher Speichelkeim, der doch gewisse Resistenzen hatte. Oder er gelangte dann doch in die Blutbahn, also in einen Körperbereich, in dem eigentlich keine Keime sein dürfen. Wir haben Keime im Mund, wir haben Keime auf der Haut, wir haben Keime im Darm, da gehören die hin. Ins Blut gehören die nicht. Ebenso wenig übrigens auch in den Urin. Ein zweites Problem, Herr Albers hat es angesprochen, sind Resistenzen. Er hat es angesprochen auch Tiermast. Da werden pro Jahr, wurden 2011
in der Bundesrepublik Deutschland 1700 Tonnen Antibiotika eingesetzt. Das hat sich verbessert. Es sind jetzt 2015 sind es nur noch 875 Tonnen. Und in der Humanmedizin zum Vergleich sind es 800 Tonnen pro Jahr. Das heißt, wir haben also einen massenhaften Einsatz von Antibiotika, sowohl in der Tiermast als auch in der Humanmedizin. Und da geht es darum natürlich, dass wir diese Antibiotika-Verordnung, dass wir das besser kontrollieren und nur dann einsetzen, wenn wir es mit bösen Bakterien zu tun haben. Also diesen 0,0001% an Bakterien, die uns wirklich krank machen. Was tun wir? Was tun wir hier im Herzzentrum? Was tun wir in allen deutschen Krankenhäusern, in allen Krankenhäusern Europas, die auf eine qualitativ hochwertige antimikrobielle Therapie Wert legen, auf die Behandlung von Infektionen und auf die Verhinderung von Infektionen? Erstens, wir behandeln Entzündungen nur dann mit Antibiotika, wenn die eine bakterielle Ursache haben. Zweitens, wir versuchen die Bakterien auch dingfest zu machen. Der Patient, der hier operiert wird, hatte mehrere Blutkulturen und das heißt, es wurde Blut abgenommen und man konnte dann diesen Keim auch identifizieren, was es erlaubt, ihn auch gezielt mit Antibiotika dann auch zu behandeln. Dafür gibt es Leitlinien. Leitlinien, die wir einzuhalten haben, um nicht falsch zu behandeln, das heißt mit den falschen Antibiotika, mit zu viel Antibiotika oder mit zu wenig Antibiotika oder mit den ungeeigneten Antibiotika. Da richten wir uns nach Leitlinien. Und diese Leitlinien, die werden heruntergebrochen auf Leitlinien für jedes Krankenhaus. Das Immanuel-Klinikum Bernau, Herzzentrum Brandenburg, hat entsprechend dem Auftrag der entsprechenden Fachgesellschaften, im Übrigen auch der Politik, es gibt EU-Direktiven, die uns anhalten, Antibiotika-Leitlinien zu erstellen, eine klinikinterne Antibiotika-Leitlinie erstellt. Und diese Antibiotika-Leitlinie beruht auf Kenntnis der Keime, die wir hier in unserem Krankenhaus üblicherweise finden, in Kenntnis der Resistenzen in unserem Haus, die Gott sei Dank sehr, sehr niedrig sind und überschaubar sind. Wir überprüfen den Einsatz von Antibiotika. Wir haben eine Antibiotic Stewardship Arbeitsgruppe. Dazu sind wir verpflichtet. In dieser Gruppe arbeiten mit entsprechend ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, Hygienefachkräfte, Mikrobiologen, die überwachen die Einhaltung dieser Leitlinien bei uns hier im Haus. Also Antibiotika-Leitlinien, Antibiotika-Resistenzen, all das kennen wir und das ist genau der Punkt, dass wir dann eben Antibiotika zielgerichtet einsetzen, indikationsgerecht, nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Antibiotika machen ja nicht nur eine Besiedlung, wie in diesem Fall der Herzklappen, sondern Bakterien machen nicht nur eine Besiedlung der Herzklappen, wie in diesem Fall ja gut zu sehen ist, sondern sie lösen auch Reaktionen des Körpers aus, die wird eine allgemeine Infektreaktion nennen. Da werden dann auch Transmitter, Botenstoffe freigesetzt, die eine völlig unkontrollierte Immunantwort des Körpers dann induzieren. Was tun wir hier? Wir versuchen diese Immunantwort auch zu modellieren und wir fangen auch hier schon im OP an und haben hier an der Herz-Lungen-Maschine, Herr Müller kann Ihnen das mal kurz auch nochmal zeigen, haben wir einen speziellen Filter eingebaut, der in der Lage ist, diese Botenstoffe zu absorbieren. Zytokine, Interleukine, das sind so diese Fachbegriffe für diese Substanzen, hoffen wir an diesem Absorber festzumachen, damit sie nicht weiter in der Zirkulation zirkulieren. Also hier beginnt schon auch nochmal ein anderer Ansatz, ein zusätzlicher Ansatz dieser Entzündungsreaktion Herr zu werden. Wie Sie sehen, Bakterien
sind gut. Wir dürfen die nicht kaputt machen durch unnötige Antibiotikatherapie. Wenn Sie das nächste Mal wieder einen Schnupfen haben, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und besprechen Sie das wirklich dringlich mit ihm, ob ein Antibiotikum wirklich notwendig ist. Wir im Krankenhaus müssen schauen, dass wir nicht zu viel und nicht zu wenig Antibiotika geben, damit wir auch weiterhin, so wie wir hier im Immanuel-Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg, nicht mit zahlreichen multiresistenten Keimen zu kämpfen haben. Wir sind in einer guten Situation. Wir hatten noch nie einen Ausbruch. Und wir sind aber auch natürlich aufgefordert, dann diese bakteriellen Infektionen sofort zu erkennen, auch zu behandeln. Herr Pritz, ganz herzlichen Dank.